Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles Russia. Neben mir mit dabei auf unserer russischen Reise der liebe Lukas alias Evil Laugh Entertainment. Und neben mir der Leo alias Len 16. So, wir starten direkt mal ein neues Spiel. Okay. Du hast mir mal die Idee geklaut. Als ob der nicht jedem kommen würde, der das Let's Play, ja. Aber hey, fuck it. Und wir kommen gleich zur ersten. Hui! Petersburg. Nice. Juli. Nikolai, how long has it been? You have worked for me. Always the charmer. But I'm glad it is you this sense. I have a dangerous assignment. Our informants reported that the Imperial family may have in their possession an old and very special box. It may be a piece of Eden. The Tsar's family is in Yekaterinburg, under guard. Just the local militia, townsfolk under the command of a commissar. Still, keep your senses sharp, Nikolai. If this box is what we think it is, the Templars are no doubt looking for it too. I've beaten them before. Oh yeah, Nikolai. This will be my last mission. I have to think of Anna and Nadia. Yekaterinburg. Mhm. Auf Kyrillisch geschrieben. Nicht ganz, aber ist daran angelehnt. Ja, so dass man es noch lesen kann. Ja, genau. Zarendämmerung, Juli 1809. Umgekehrt, 1918, ja, Yekaterinburg. Ein desillusionierter Nikolai Orelov plant insgeheim sowohl Russland als auch die Assassinen zu verlassen und mit seiner Familie in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Um genug Geld für gefälschte Papiere zu verdienen, nimmt er eine letzte Mission an. Er soll die von Templern kontrollierte Stadt Yekaterinburg infiltrieren, das Haus finden, in dem die Zarenfamilie gefangen gehalten wird, und dort ein mysteriöses Kästchen holen. Ein antikes Artefakt, nach dem der Orden da schon lange sucht. Da steht nicht mysteriös, da steht österiös. Ach du Schande, stimmt. Da steht österiös? Da steht ein österiöses Kästchen. Österiöses Kästchen. Upgrades, erhöhte Gesundheit. Holen. Schnellerer Tassendieb. Tassen. Da steht nicht Tassen. Das sind Taschen. Danke. Ich mag das Thema sehr bis jetzt. Ja. Das ist schön. Sehr nice. Oh, Haltestelle. One last mission. Oh, das sieht cool aus. Oh yeah. Rot und grau. Oh yeah. Das ist cool. Hat witzigerweise ein bisschen, ein ganz kleines bisschen was von Mirror's Edge, von der Farbgebung. Oder halt hier, das Rot halt vorsticht. Genau. Ja, das ist aber jetzt gehörig, das kannst du mir nicht sagen, dass das nicht ist. It doesn't look good for the family. Yep. Ah, ich mag russische Sprache, sie sind schön, die klingt schön. Mhm. Klingt richtig, richtig die Wache unter dir, um die Gewehrmunition einzusammeln. Jetzt muss sie doch bestehlen. Oh, ich könnte sogar bei dir töten. Cool. Krass, wir haben schon alle Fähigkeiten. Das war dasselbe Moveset, aber. Es ist ja auch ein Spiel eigentlich. Ja. Mit drei Episoden halt. Mit drei Akten. Wie viel. Da darf ich fragen und möchtest du beantworten, wie viel das Spiel eigentlich kostet? 10 Euro jedes Spiel. Okay. Also insgesamt 30 Euro und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, dafür auf jeden Fall. Da braucht man auch nicht auf eine. Also gerade als Assassin's Creed-Fan, denke ich, brauchst du da nicht auf eine Vergünstigung warten. Das kann man sich auch ruhig so holen. Ja. Das auf jeden Fall. Shooting out that light would get his attention. Boah, ich mag die Musik. Die ist echt gut, ja. So, ah ja, das ist das Gewehr. Genau, und er hat jetzt halt wieder weniger Sichtweite. Halt so. Well, the most of the left and the right both oppose them, but they won't work together. Green and white don't meet. So. Over there. Over there. Over where? Over where? Over where? Oh, Stacheldraht.
Assassine Gold. Ja. Oh, das hat so einen richtig schönen dunklen Tonus bis jetzt. Vor allem von der Musik. Ich mag es nicht, dass das mit Russland in Verbindung gebracht wird. Aber an sich passt es. Ja. So, was das habe ich jetzt? Ich mag die allgemeine Russland ist böse von Amerika, das mag ich nicht. Ach so, ja. Das ist ja sehr... Ah, wie geil! Sehr beliebt. Hast du es gerade gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Telefon klingelt und der bewegt sich. Benutze eine Winde, um was? What? Ach, wir sind nice. Batman. Wir sind der russische Batman. Nice. Er ist immer noch beim Telefon. Nee, ist schon weitergelaufen. Du siehst mich nicht. Du wirst mich nie kommen sehen. Wenigstens geht's hier nicht nach Zeit. Vorsicht, genau. Ja. Ich würde sagen, Vorsicht, der dreht sich bestimmt nochmal um. Okay, ich wollte eigentlich rutschen. Oh ja. Oh, ich schieß. Hallo? Hier ist Doc. Ja, ich hab. Ja. Okay. Das habe ich schon gesehen. Ich wollte das auch einsetzen. Musst du mir nicht sagen, Spiel, ich bin so klug. Frechheit. Entschuldigung. Peng. Wir sind der russische Batman. Oh ja, und mir gefällt's. Es ist echt cool. Hey, wo kommt man. Hä? Das ist eine hin und her gelaufen in diesem Spiel. Alter, der Hintergrund sieht so cool aus. Der schaut echt cool aus und es passt halt einfach total. Ja. 1918 war der Erste Weltkrieg vorbei, ne? Ich weiß es nicht mehr. Okay, der schaut sich lange um. Ob man den wohl erwischt? Muss man nicht erwischen, okay. Hm. Ich glaube, man würde ihn auch nicht erwischen. Leben und leben lassen. Ja. Der tut ja nur das, was er für richtig hält, so wie wir. Genau. Schön. Und weil wir schon dabei sind. Ich muss doch. Ah, nee, ich muss gar nicht da lang. Ha! Mhm. Okay. Ich mag Züge. Ich mag Tram. I like trains. I like trains. Kennst du den I like trains Song? Ja, ich weiß nicht, ob er geht. Der geht so. I like trains. Ich mag Züge. Pass auf, ich muss mich doch in 3, 2, 1. Nicht. Oh. Er hat eh daneben geschossen. Ja. Aber jetzt krieg ich keinen. No more this way tonight. Everybody off. Schurt. Schurt. I must be cautious. Oh. Ich habe ein russisches Schimpfwort gelernt. Schurt. Schurt. Schuft. Keine Ahnung, was das heißt. Ich wollte gerade sagen, verflucht stand da. Schön leise. Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch erwürgen. Und er hat wohl irgendwas. Take down. Ja, hat er. Hey! Ah, ich muss jetzt ist er tot. Gewehrmunition. Ah, schön. Ah, er fällt nicht runter, okay. Ich glaube, du musst wieder... Ja. Ja. Ah, Pfeifen gibt's wieder. Ich hab ihn doch schon... abgelenkt. Manche Spiele pochen halt einfach auf ihren Mechaniken. Ja, kannst du... 2002. Drück mal nach oben. Also raus. Erstmal gerade hinstellen, genau. Und dann... Nee, passiert nichts. Okay. Den da kannst du würgen und dann kannst du dann die Rauchbombe nehmen. Mann! Nervöse Finger, ja? Aha. Aha. Schön, gleich zwei Rauchbomben. Warum haben die Typen eigentlich Rauchbomben? Ich kann es dir nicht sagen, Lukas. Oh, Sergeant mit Meshedy. Oh. Man kann sagen, was man will, aber ich mag dieses. Ja. Ich mag auch die russische Nationalhymne sehr. Von der Melodie her. Ich kenne die gar nicht.
Da 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 da. Also jetzt, oh, neue Animation für den Rauch. Oh, schick. Hast du die Blutspritze gesehen? Die sind jetzt auch ganz anders. Sie sind russisch. Das ist die russische Blutspritze. Oh, hier kann man das, wie geil. Was? Hast du es gemerkt? Ich habe nach oben gedrückt gehabt. Das hat aber in India nicht funktioniert. Meinst du das Festhalten? Ja, genau. Ja, ja. Obwohl, also, ja. Ich habe es einfach probiert und es hat geklappt. Sehr schön. Krass. Vor allem auch schön, dass die Gebäude so grau sind von außen. Ja. Das ist halt sehr kommunistisch. Das würde ich so sehr gar nicht sagen. Sehr stalinistisch. Es ist halt alles sehr... Es wirkt halt trist. Es wirkt so schön trist. Es wirkt so, wie sich jemand aus Amerika Russland vorstellt. Ja. Ist so. Jemand, der keine Ahnung von Russland hat. Ja. Eigentlich muss ich dazu sagen, ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung von Russland. Mehr als Amerikaner. Glaub mir. Oh ja, das war im Trailer drin. Für Chronicles. Across that bridge. Also für alle drei. Okay. War das drin im Trailer. I need to get across this bridge. Oh, your Russian accent is very good. Thank you. Thank you. Ach, na zdrowie. Na zdrowie, genau. Was heißt das eigentlich, Gesundheit oder? Das ist das Prost, ja, ich, ja, genau. Weiß ich. Aber... Also na heißt auf und zdrowie ist dann die Gesundheit. Oh, verdammt. Guck das mal, dein Blut schaut auch anders aus. Das war nicht nass drauf, ja. Good. Let's hope it stays that way. Maybe I could pull that platform closer. Hier? Pull it. Pulitzer. Ha! A gedrückt. A hämmern. RB gedrückt halten und A hämmern. Ah! Ja, A drückt. A. A. Oh! Fuck. Das wird interessant. Wie komme ich da jetzt ran? Du musst alle unten töten. Nee, musst du nicht. Muss einfach schnell sein. Probier's mal schnell. Probier's nochmal ranzuziehen. Oder mit Rauch. Dabei bin ich doch nicht Raucher. Ja. Hopp. Aber früher oder später musst du was machen. Früher oder später musst du aber rauchen. Das ist viel. Nein! Glaubt mir nicht! So. Spring! Stay where you are! Fuck! Komm schon, bring mich um, bitteschön. Dankeschön. Ich hab keine Ahnung. Okay, du kannst schon mal nicht von der Seite ranhüpfen. Leider, ja. Let's hope it stays. Maybe I could pull that platform closer. Wozu denn? Das nutzt uns nix! Maybe I could pull this platform closer. Und schnell den anderen. Drecksack. Wie cool war denn das gerade? Gar nicht cool. Ich kann da nicht hoch. Okay, wie witzig war denn das gerade? Ziemlich witzig. Ja, da. Brada. Brada, brada, brada. Du Mistkerl! Du kleiner Mistkerl. Wait, what? Yep. Das ging schnell. That just happened. Maybe I could pull that platform closer. Aber wozu? Rauchbaum mit den anderen beiden. Naja, er braucht schon eine Rauchbombe. Der Schatten? Oh. Und runter, 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 runter. Gute Idee. Scheiße, da hätten wir von Anfang an lang gekonnt. Ja. Aber wir hätten auch oben lang gekonnt. Wir hätten überall lang gekonnt. Aber wie hätten ich hab keine Ahnung. There's no escape. We will find you. I doubt that. I doubt that. Ach, jetzt kommst du vielleicht nach oben. Geht das? Tatsächlich. Ohohoho. Ohohoho. Mit Kanone. Ohne Greifhakenwurf. Jetzt muss man sich nicht mehr hochhangeln, sondern nur noch festhalten. Ja. In der Tat. Okay, und... Schön. Funktioniert. Der Zweck heiligt die Mittel. Aha.
Ich bin so gut, ich bin Bronze. Oh, ich fühle mich wie ein Syndicate. Nein, ich will nach vorne springen. Oh, guck mal, ich bin angekommen. Oh. Das ist die russische Bahn, die ist pünktlich. Weißt du warum? I need to take out those guards. They will shoot me on sight. Nein. Naja, wenn die russischen Lokführer zu spät sind, werden sie erschossen. Ich wollte schauen, ob ich irgendwo Untertitel anmachen kann, weil anscheinend sind da ein paar nicht an. Scharfschütze, nice. Es gibt Scharfschütze-Stellen. Schön. Auch sehr schön. Auch sehr schön. Ah, der muss auch so ewig, schön. Der braucht so ewig zum Nachladen. Over there. Over schön. There? Alles mit einer Kugel. Oh. Alles und jeder mit einer. Oh, die schießen schon auf dich. Ja, ich weiß. Ich wusste nur nicht, dass der links zuerst kommt. In die Schulter. Ich bin so gut wie tot. Was? Ich bin so gut wie tot. Ivatjev. Ich habe gerade versucht zu lesen, was da oben steht. Cool. Kannst du Kyrillisch? Der rote Rauch. Sieht das cool aus. Tja, alles in Grau. Da ist Blut verbrannt. Das Blut der Menschen, die dieses Kraftwerk betreiben. Ja. Also. Also mir gefällt echt die Thematik von dem Spiel. Ja, und das passt halt mit der Musik so gut. Ja, ich weiß. Da geht's weiter. Treten, explodieren, wenn Untertitel sich ihnen nähern. Das hat im Ersten und im Zweiten Weltkrieg aber nicht so funktioniert. Oh, bleib dicht bei einer und... egal. Oh. Ich wollte gerade sagen, versteck dich einfach hinter dem Ding. Ja. Dann ist alle Dude. Ja. Er schläft immer. Müsste der als Offizier den nicht eigentlich wecken? Ach so. Ja, wer lesen kann, der weiß, wie es weitergeht. Ja. So. Dann kann man das halt noch hinterher machen. Magnetischer Schlüssel? Ah. Hä? Wahrscheinlich wegen der Mine. Du kannst da oben durchs Fenster rein, glaube ich. Ah, du kommst da nicht hoch. Erstmal. Oh, ich muss hier gar nicht hoch. Okay. Ach, okay. Nee, das sah so aus, als könnte man da hoch und dann. Ah. Das sind schon drei Kugeln. Ah, ich kann nicht beide töten. Das ist schlecht. Das wäre bestimmt auch niemandem aufgefallen. So, ich kann jetzt hier rüber. Okay, yep. Let's go! So, und nochmal, jetzt Schattengold, oder? Komm schon. Oh. Hatte ich doch gerade eben schon. War es nicht Assassine-Gold? Echt? Ja. Ich weiß es nicht, es war Gold. Es war Gold. Das reicht mir. Okay. Oh, ich sehe was Witziges. Mine? Ja. Ich habe das Gefühl, wenn da jemand drüber geht, und ich schieße drauf. Aber es geht keiner drüber. Und ich okay. Mir ist nicht ganz klar, wie man die da oben unauffällig ausschaltet. Oh, dieses Nachladen, das dauert echt ewig. Na komm. Schön. Das war knapp. Du solltest in Call of Duty mal ein Scharfschützengewehr nehmen. Das macht keinen Spaß in Call of Duty. Weil es gibt keine Scharfschützen-Maps mehr. So, habe ich alle Gegner. Wer weiß. Schaut ganz danach aus. Das ist eine gute Idee. Ja, auch wenn es keine Gegner mehr gibt. Sicher, da spawnen bestimmt nochmal welche. Oh ja. Wahrscheinlich nicht, aber. Oh ja. Aber falls? Falls ist natürlich. Dann ist es natürlich vorgesorgt. Das ist das Ding am Hut. Da ist der magnetische Schlüssel. Heben wir einfach den ganzen Soldaten mit auf. So.
Okay, da geht's weiter. Assassine schöne Gold. Schöne Sache. Und du hast einen Dreifach-Multiplikator. Oh yeah. Oha, mit den dunklen Schemen im Hintergrund. Letzte Mission. Schöne Sache. Fools. I can't stop them all, but I won't let them interfere with my mission. Hold the crowd back! I don't want the house ransacked before we find the box! Templars. What a coincidence. Oh yeah. Bam. 1035, 1200. Oh. Knapp. Kacke. Knapp. Kacke. Oh.